Ich mache ein Video. Ja, Sportskameraden. Heute wollte ich einfach mal ein bisschen drüber quatschen, so ein paar Neuigkeiten, die es gibt. Und ja, Sport als Beruf, was da so fehlschlagen kann. Und Wochenende mit Stress verbunden, Bachelorarbeit und Co. Blablabla. Bleibt einfach mal dran. Ja, Sportskameraden, und zwar heute so ein bisschen Laberei hier, und wie gesagt, momentan ist ja auch so voll der Trend, dieses Ästhetik, Fitness, und alle sind irgendwie dabei, den besten Body zu bekommen und setzen es als erste Priorität, irgendwie da weit zu kommen. Gerade auch bei 60-70-Jährigen wäre natürlich auch geil. Ne, bei 15-16-17-Jährigen geht es ja schon so los, so von wegen, ja, pass auf hier, ich will mal voll was erreichen mit dem Training und so. Und ich finde es auch geil, dass viele da irgendwie ambitioniert sind und wirklich fit sein wollen, auch vielleicht da beruflich Karriere machen wollen, erfolgreich sein wollen. Auch viele, die ja schon im jungen Alter sind, wollen auch irgendwie Profifußballer werden und so weiter. Und ich persönlich bin ja auch vom Sport und Fitness ein bisschen abhängig. Und momentan sieht es bei mir so aus, ich bin ja auch noch dabei, mein Studium zu machen. Und ja, die Bachelorarbeit steht vor der Tür. Eine Ausbildung habe ich dann schon vorher gemacht. Und für mich ist das jemand, der mit dem Sport oder auch mit YouTube jetzt Geld verdient, eine ganz klare Sicherheit, wenn ich eine Ausbildung in der Tasche habe und wenn ich dann auch ein Studium in der Tasche habe. Weil ich weiß eigentlich ganz klar, Fitness, Sport, das kannst du nicht immer zu 100% beeinflussen und das kannst du auch nicht dein Leben lang machen. Deswegen, ich möchte einfach mal an der Stelle an alle appellieren, die sagen, pass auf, für mich ist Training das Wichtigste, Fitness ist das Allerwichtigste, der Erfolg durch Sport. Leute, guckt einfach nur mal, dass ihr euch irgendwo auf was anderes auf jeden Fall nebenher mindestens aufbaut oder dass Fitness zumindest die zweite Priorität bleibt neben dem, was ihr eigentlich irgendwann mal vielleicht machen könnt beruflich. Denn bei mir war es auch jetzt gestern zum Beispiel so, das klingt vielleicht ganz lustig, dass es jetzt gerade so gekommen ist, aber ich hatte gestern einen schönen Unfall, einen Verkehrsunfall, Rollerunfall. Ich war ja mit meinem kleinen Peugeot-Roller und schön nochmal auf der rechten Seite hier in Neukölln, Berlin. Und dann ist eine alte Tante von links so voll rüber gezogen, ja, hat geregnet, so einen Meter vor meiner Nase, so rüber, wollte irgendwie auf den Parkplatz rechts. Und ich hatte eigentlich nur noch die Wahl, ja, zwischen Not und Übel, entweder voll da reinbrettern oder mich richtig schön lang machen und dran vorbeirutschen. Und ja, die zweite Wahl habe ich dann getroffen, schön vorbeigerutscht, schön über den Boden, 10, 15 Meter geflogen. Und ihr denkt, ihr labert, weil ich gerade hier so ganz normal rede und irgendwie nichts hab. Aber genau das hat mich auch gewundert. In dem Augenblick, wo ich da wirklich runtergesegelt bin, du weißt ja auch, das ist ja wie so ein kleiner, kurzer Film, der dir durch den Kopf geht. Du weißt genau, du wirst gleich richtig kassieren, richtig auf die Fresse fliegen, entweder so rechts ins Auto reinknallen oder ein bisschen segeln. Und in der Regel geht es ja nicht ganz gut aus, ne? Der Roller ist natürlich ein bisschen beschädigt, so irgendwie Spiegel ab und alles und schön verkratzt und ein bisschen was abgebrochen. Und ich dachte natürlich auch, bei mir bricht auch ein bisschen was ab, wo ich da geflogen bin. Und bin dann irgendwie so aufgestanden, stand dann wieder da, der Roller lag dann auch, die ganzen Autos angehalten, natürlich zu mir hingelaufen. Irgendwie wollten sie auch alle schon gleich einen Krankenwagen anrufen und so. Und irgendwie, ich stand dann da und dachte, ja, wieso wollen sie jetzt einen Krankenwagen anrufen? Mir ging's gut und ich habe echt verdammt Glück gehabt, so irgendwie, dass ich noch nicht mal irgendwie eine Schürfwunde oder sowas habe. Also ganz komische Sache, bin ordentlich geflogen, Roller auch ein bisschen beschädigt natürlich, aber was heißt ein bisschen viel. Aber irgendwie, mir geht's gut. Ich war gerade auf dem Weg zum Training und ja, danach erst mal ein bisschen abkassiert. Versicherung haben wir irgendwie sein lassen. Ich habe da irgendwie einen anderen Weg gefunden, ganz gut, ja. Braucht aber ein bisschen Geld. Nee, Quatsch, aber da muss man natürlich irgendwie regeln. Und war dann eigentlich auf dem Weg zum Training. Kaputter Roller, kein Spiegel mehr dran, alles. Aber das Ding ist irgendwie nur angesprungen. Ich dachte, jetzt erst rechts so. Recht, ne? Also nicht rechts. Rechts bin ich hier gefahren. Erst recht ins Studio, bin dann natürlich rein. Und ich sage euch Leute, das war meine beste Trainingseinheit seit langem. Einfach, ja, weil ich schon noch aggressiv war, scheiß Tag, Unfall gehabt. Konnte aber richtig loslegen, schön Rücken, Bizeps, schön ausgepowert. Und man hat natürlich auch noch andere Gedanken im Kopf. Man ist irgendwie auch froh und schätzt es dann auf einmal, dass man so trainieren kann überhaupt, ne? Weil es hätte ja auch anders ausgehen können. Ich hätte ja dann gleich im Krankenhaus liegen können oder landen können mit ein paar Knochenbrüchen oder sonst was. Man weiß es ja nie, ne? Das kann man ja leider nie irgendwie so absehen, was da passiert bei so einem Unfall. Und da habe ich auch gedacht, meine Fresse, Junge, wenn du jetzt richtig kassiert hättest, da richtig was abgekriegt hättest, dann wäre YouTube und Fitness erstmal für die nächsten Monate vielleicht erstmal vorbei. Und dann ist es halt bei mir so, wenn ich momentan kein Fitness habe und kein YouTube dementsprechend, sieht es bei mir ziemlich lau aus, ja. Ich habe zwar, wie gesagt, meine Ausbildung gemacht und mein Studium dann bald, aber das ist ja auch noch nicht fertig. Das heißt,
ich habe dann keine Einnahmequelle mehr, ne? Und deswegen ist es für mich jetzt momentan sehr wichtig, dass meine Bachelorarbeit jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall auf die Reihe zu kriegen. Dann habe ich, wie gesagt, meine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann, einen Bachelor of Arts in Medienwirtschaft. Und dann hast du immer neben dem Sport noch eine Sache, wo du sagen kannst, pass auf, wenn es nicht mehr geht, gehst du einfach dahin, arbeitest für eine Werbeagentur oder irgendwie sowas. Du hast was in der Tasche und kannst was machen. Ja, also deswegen, Leute, mein Appell nochmal an euch, so setzt nicht die ganze Karte auf diese Sportgeschichte. Verwendet eure, ja, oder verschwenden ist es ja nicht. Ist ja eine gute Zeit, die ihr dort investiert. Aber lasst halt andere wichtige Dinge nicht zu kurz kommen, die euch auch in der Zukunft was bringen können. Ja, zum Beispiel eine gute Ausbildung, irgendwie ein Studienplatz oder irgendwie sowas, ne? Oder eine Lehrstelle. Macht es auf jeden Fall, denn ihr werdet auch älter. Heutzutage wird man vielleicht auch 80, 85, keine Ahnung wie alt. Ja, ihr müsst heutzutage bis 60, Mitte 60 arbeiten. Und Sport macht ihr, wenn es gut läuft, je nachdem, ob ihr jetzt Fußballer werdet oder irgendwas mit Fitness, das macht ihr vielleicht maximal bis 40, aber dann ist irgendwann die Zeit abgelaufen. Danach müsst ihr entweder ein Dschungelcamp oder keine Ahnung was, ihr müsst halt gucken, wo ihr bleibt. Ne? Und das ist halt nochmal ein Appell in diesem kurzen Video an euch, dass ihr einfach guckt, ich laber schon mehr so viel, ne? Naja, macht auf jeden Fall was Vernünftiges, Leute. Wie gesagt, ihr habt nie die Garantie, dass euch nichts passiert oder so. Ja, ihr müsst einfach schätzen, das, was ihr habt, macht das Beste draus. Aber guckt, dass ihr euch irgendwo absichert. Das ist einfach nochmal die Aussage hier in diesem Video. Und ja, jetzt am Wochenende geht's ab in der Heimat nach Dortmund so. Ein bisschen Geburtstag feiern von einer kleinen Nichte. Die wird ein Jahr alt, ist auch mal ganz süß. Und gibt's ein schönes Geschenkchen. Und was muss ich noch machen? Ja, es ist halt immer so ein bisschen nervig, ne? Wenn du aus dem Haus bist, so, hast nicht dein Fitnessstudio um die Ecke, nicht dein Kram. Das ist immer mal so ein bisschen, man ist auch in so seinem Ding drin. Letztens auch ein paar Tage campen gewesen, erstmal mit dem WLAN so geguckt, so, wo habe ich mit meinem iPad WLAN, habe ich erstmal gesagt, Vater, wir müssen das Zelt weiter vorne aufschlagen, dass der WLAN-Empfänger die ganze Zeit mit dem iPad Kommentare, YouTube, ich sage Leute, YouTube ist vielleicht ganz cool, dass man flexibel arbeiten kann, aber es macht euch irgendwann auch so ein bisschen bekloppt, weil ihr einfach nicht mehr merkt, wann ihr arbeitet oder wann ihr Freizeit macht. Und das merken vor allem andere Leute, die euch die ganze Zeit am Handy sehen, am iPad, am Computer. Ihr müsst einfach auch mal gucken, wenn ihr sowas macht, dass ihr mal ein paar Tage oder ein paar Wochen rauskommt. Aber es wird verdammt schwer. Also es ist auch für mich so ein Problem momentan, dass ich einfach genervt bin, wenn ich einfach nicht meine Sachen machen kann. Und das ist schon auch nicht mal ganz normal, ne? Ja, kleine Laberstunde, wie gesagt, von mir, ob euch das jetzt interessiert oder nicht. Aber mein Tipp, wie gesagt, macht was Vernünftiges aus eurem Leben. Fitness ist ganz cool und auch wichtig, ja. Aber es ist halt nicht das Leben, ja. Guckt immer noch, ne, nicht, dass ihr euch den ganzen Tag zerbricht, ey, ich muss mehr Muskeln aufbauen und so. Momentan sieht es bei mir auch ein bisschen besser auf. Die Leute sagen auch, Julia sagt, ich werde langsam Fett, Kreatin noch und ein bisschen schwammig. Ich sage mal, solange noch ein bisschen Sixpack da ist, passt jetzt schon irgendwie. Und ein bisschen aufgedreht noch, ihr merkt das. Ich mache jetzt Schluss, gleich fährt der Zug in einer Stunde. Hauptbahnhof, Tasche packen gleich, ne. Dachte mal noch schnell ein Video. Und ja, wir sehen uns am Wochenende, vielleicht können wir da was filmen. Mal gucken, wenn nicht, dann nicht. Seht ihr, Update gibt's immer. Ich bin raus, Olga. Okay, ciao.